Wir befinden uns im Jahr 2021 nach Christus. Ganz Hessen ist ans schnelle Internet angeschlossen. Ganz Hessen nicht ganz. Ein von unbeugsamen Butzbachern bevölkertes Dorf will das jetzt ändern. Im Ortsteil Wiesental buddeln sie den Graben für den Glasfaseranschluss jetzt selbst. Es macht Spaß, man wird gut durchgeschüttelt. Und ja, das ist so das erste Mal, dass ich so eine Maschine bediene. Ist mal was anderes, aber könnte ich mich dran gewöhnen. Die 160 Wiesentaler mit schnellem Internet zu versorgen, für den Glasfaseranbieter unrentabel. Doch statt auf die Barrikaden zu gehen, hat man sich hier an einen Tisch gesetzt. Die Vereinbarung, den einen Kilometer, den Wiesental vom Glasfasernetz trennt, selbst überbrücken. Es ist schon so, dass wir in unserem Ort auch Leute mit Fachkompetenz haben für Tiefbau, sodass wir das besprochen haben und gesagt, okay, können wir das in Eigenleistung stemmen? Es gab natürlich ein paar Dinge, zum Beispiel, wer stellt die Kosten für die Baumaschinenanmietung? Das haben wir dann direkt mit der Stadt besprochen. Die Stadt hat dann gesagt, also Bürgermeister Merle, ja, dann würden wir die Kosten für die Baumaschinen übernehmen und so weiter. Und so hat sich das immer weiter konkretisiert, sodass jeder gesagt hat, wir steuern unseren Anteil dazu bei und dann können wir das realisieren. Homeoffice, mobiles Arbeiten bekommt immer mehr Bedeutung. Die Leute arbeiten von zu Hause aus und dann ist das ein echter Standortfaktor für eine Kommune, aber gerade auch für einen Stadtteil wie Wiesental, Glasfaser anbieten zu können. Wie sehr langsames Internet heute schon stört, weiß Fachinformatiker Björn Liefers. Er ist zurzeit im Homeoffice. Sobald wir auch teilweise Internetausfälle haben, muss ich halt gucken, dass ich entweder mich schnellstmöglich fertig mache und ins Büro fahre. Oder eben die andere Option ist, ich gucke, dass ich meinen mobilen Router raushol und dann irgendwo im Haus, am Haus einen Platz finde, wo ich dann zumindest ein bisschen Internet habe, dass ich dann weiter arbeiten kann. Damit das Schneckentempo im Internet ein Ende hat, helfen jetzt alle mit. Ich finde es total gut. Mir macht Spaß. Ich packe gerne mit an und Baggerfahren ist mal wieder was Neues. Meter für Meter geht es jetzt voran. Schon im Juni könnte der Anschluss dann da sein. An die Glasfaser und ans Jahr 2021.